Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Fangen wir zunächst einmal im Iran an, wo eine bestimmte Art von Volk für das iranische Regime keine Daseinsberechtigung zu haben scheint, denn am 30. August wurde berichtet: Rote Linie überschritten. Iran bestraft Gewichtheber für Händedruck mit Israeli. Der iranische Gewichtheber Mustafa Rajai und sein israelischer Konkurrent schaffen es bei der Senioren-Weltmeisterschaft aufs Podium. Beide schütteln einander die Hände. Dafür wird der Iraner hart bestraft. Dass man im Iran also eine rote Linie überschreitet, wenn man einem Juden die Hand reicht, ist an Antisemitismus kaum zu überbieten, weswegen Nazi-Deutschland und der heutige Iran mit Sicherheit beste Freunde und starke Verbündete wären. Kommen wir nun nach China, wo man nicht nur die Bibel umschreibt, sondern Jesus zu einem Sünder erklärt, was ebenfalls eine Schande ist. In einem Artikel vom 28. August wurde Folgendes berichtet: Chinas kommunistische Partei schreibt Bibel um. In China wird selbst die Bibel umgeschrieben, um jeden Anflug von Widerstand gegen das kommunistische Regime im Keim zu ersticken. In chinesischen Büchern wird aus einer biblischen Szene der Vergebung durch Jesus eine brutale Steinigung. Wo Jesus in der Bibel eigentlich einer Frau, nämlich einer Ehebrecherin, die ihren Mann betrog, verzeiht, steinigt er sie in der chinesischen Variante. Stattdessen heißt es dort: Als die Menge verschwand, steinigte Jesus die Sünderin zu Tode und sagte: Auch ich bin ein Sünder. China verändert also nicht nur die Worte Gottes der Bibel, sondern auch die Persönlichkeit von Jesus Christus, der bei der Ehebrecherin nicht etwa Gnade vor Recht ergehen ließ, sondern diese Frau gesteinigt haben soll, weil dieser antichristliche chinesische Jesus von sich behauptet, selbst ein Sünder zu sein. Wäre dies wirklich der Fall, wäre das ganze Evangelium hinfällig, da Jesus dann nicht für unsere Sünden hätte sterben können, womit wir laut Bibel keine Hoffnung auf Erlösung und ewiges Leben hätten. Über den biblischen Jesus heißt es nämlich im 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 21 und im 1. Petrusbrief Kapitel 2 Vers 22: Denn er, nämlich Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er, Jesus, hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Deswegen warnte uns auch Paulus vor einem falschen Jesus und einem falschen Evangelium, weswegen im 2. Korintherbrief Kapitel 11 Vers 4 und in Galater 1 Vers 8 Folgendes geschrieben steht: Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, der ein Sünder sein soll, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, einen kommunistischen Geist, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, wie in China, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wer auch immer also die Worte Gottes verändert, das Evangelium verfälscht oder einen anderen unbiblischen Jesus lehrt, der ist laut Bibel verflucht und wird laut Bibel auch kein ewiges Leben und kein Eintritt ins Reich Gottes haben, sondern im Feuersee landen. Darum lasst euch nicht verführen, sondern haltet das Evangelium fest, genauso wie den Glauben an den biblischen Jesus und die wahren Gebote Gottes, denn der Tag der Abrechnung wird kommen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt das Video, abonniert gerne den Kanal für zukünftige Videos und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die wahre Bibel und fragen Sie den wahren Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König der Könige, der Richter der Welt und der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.